kommen wieder nach Jerusalem. Und als er in dem Tempel umherging, kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus aber sprach zu ihm: Ich will euch ein Wort fragen, antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Sollen wir aber sagen von Menschen? Sie fürchteten das Volk, denn alle hielten ihn dafür, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Und sie antworten und sagen zu Jesus: Wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Lieben, das ist der zweite Bericht an diesem Tag, der hier vor uns steht. Wir haben uns heute Morgen mit dieser Lektion des verdorrten Feigenbaums beschäftigt. Wir haben uns daran erinnert, dass diese unterschiedlichen Gruppen, mit denen unser Herr zu tun hatte, auch in der letzten Woche, die ihm zur Verfügung stand, in diesen wenigen Tagen, bevor er verhaftet wurde, dass auch diese letzten Tage dazu dienten, um die Menschen in seiner Umgebung zu belehren, um ihnen zu helfen, um ihnen beizustehen, doch das zu verstehen, was ihn im Auftrage seines Vaters hier auf diese Erde gesandt hat. Heute Morgen haben wir gesehen, dass er sich mit seinen Jüngern beschäftigte, dass er es ihnen noch einmal klar gemacht hat, dass es doch notwendig ist, Frucht zu bringen und dass diese Frucht nur möglich ist in der engen und innigen Gemeinschaft mit ihm selbst. Und wenn diese Gemeinschaft funktioniert, dass das dann nicht nur die Zuflüsse von oben sind, die diese Kraft geben zum geistlichen Leben, sondern dass auch die Antwort von uns zu ihm hin dann intakt ist. Die Bitten, die wir ihm bringen, den Dank, den wir ihm bringen, dass wir dann beten dürfen, dass wir dann erhörlich beten dürfen und beten können und dass wir es dann erfahren, dass das Vertrauen auf unseren Herrn uns auch Wunder schauen lässt, auch in unserer Zeit. Wir haben gesehen, dass es schon den Jüngern Schwierigkeiten machte, in dieser Weise ihren Herrn zu verstehen. Immer wieder finden wir dieses Unverständnis bei den Jüngern. Und wenn wir in diesen Tagen noch dazukommen, dann werden wir ja noch einmal sehen, dass ihnen daran interessiert waren und ihre Positionen in dem kommenden Reich festzulegen, dass sie nicht oder wenig daran interessiert waren, sich um das zu kümmern, was dem Herrn Jesus auf der Seele, auf dem Herzen lag. Und ich denke, dass das heute oft bei uns genauso ist, dass wir Menschen sind, die so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass wir Menschen sind, die so sehr daran interessiert sind, nun ihre eigenen Umstände und Schwierigkeiten dem Herrn immer wieder zu bringen und dass wir dadurch manches an Segen abschneiden, was er für uns vorgesehen hat. Wenn wir an die Verse denken, die wir heute Abend gelesen haben, dann wendet sich ja unser Herr an die andere Gruppe von Menschen, an die, die ihn ablehnten und die nichts von ihm wissen wollten.
Es ist nicht die erste Auseinandersetzung mit den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten jener Tage. Immer wieder versuchen sie, ihn auf unfaire Art und Weise nun zu Aussagen oder zu Taten zu bewegen, die dann dazu dienen sollen, um Jesus Christus anzuklagen, um einen Grund zu finden, ihm den Prozess zu machen, um einen Grund zu finden, ihn zu verhaften. Und wenn wir über die Motive nachdenken, dann denke ich, ist es Eifersucht in der Hauptsache, die sie bewegt. Sie wollen ihre eigene Position, ihre Machtposition, die sie haben im Volk Israel, in keinem Falle in Frage gestellt wissen. Und diese eigene Position zu opfern, sind sie nicht bereit. Und alles das, was der Herr an Liebe aufwendet, um ihnen zu begegnen, lassen sie von sich abprallen. Ich habe manchmal gedacht, wir sind schnell dabei, die Pharisäer und Schriftgelehrten zu verurteilen. Aber ich denke, wir haben es uns im vorigen Jahr noch einige Male gesagt, wenn wir uns damit beschäftigt haben, wie diese Menschen an ihn herantraten, dass es unfair ist, sie zu verurteilen, wenn wir daran denken, wie oft unser Herr sich vergeblich um mich und vielleicht auch um dich bemüht. Sie kommen nach Jerusalem von Bethanien. Und als er in dem Tempel umherging, kommt diese Abordnung von Jerusalem neu zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Es waren damals an diesem Prachtbau, den Herodes errichtet oder ergänzt hatte, dort in Jerusalem, in diesem Tempel, zwei berühmte Säulenhallen, und in diesen Säulenhallen wurde das Volk von den Männern, die sich dazu berufen fühlten, im Wort Gottes gelehrt. Und der Jesus, er nutzt, so scheint es mir offensichtlich, diese Säulenhallen, um auch den Menschen die Botschaft immer wieder zu bringen: tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wir wissen, dass wir uns mit diesem Thema ja oft beschäftigt haben, und es war Auftrag unseres Herrn bis zu seiner Verhaftung in dieser Weise seinen Auftrag zu bestätigen. Es war eine Abordnung des Hohen Rates, der Sanhedrin war ja die Vertretung, die politische und geistliche Vertretung des Volkes der Juden. Und der Jesus war ihnen schon lange und immer wieder ein Dorn im Auge. Sie hatten dieses eine Ziel, dass sie diesen Prediger aus Nazareth ausschalten konnten. Sie hatten dieses eine Ziel, dass sie Jesus Christus mundtot machen wollten, und sie versuchten es auf vielerlei Weise und auf vielerlei unfaire Weise. Hier haben wir eine solche Situation vor uns. Sie treten zu meinem Jesus hin, unter Zeugen, es sind sicher manche Menschen damals in diesem Tempel, in diesen Tempel, in diesen Säulenhallen im Tempel gewesen, und sie fragen ihn: warum, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Wir könnten es heute auch so sagen: was maßt du dir an, so etwas zu tun? Woher nimmst du die Berechtigung? Ich denke, wenn wir kurz zurückdenken,
dass sie sich ja nun besonders darüber geärgert hatten, dass er den Tempel gereinigt hat. Dass er auch in ihre finanziellen Möglichkeiten und Chancen eingegriffen hatte und dass er diesen Tempel, dieses Bethaus, eine Räuberhöhle genannt hatte, weil man diese Räumlichkeiten, die zur Verehrung Gottes bestimmt waren, so missbraucht hat. Weil man dort Geschäfte machte auf alle Art und Weise. Woher nimmst du die Berechtigung? Wer gibt dir diese Macht, dass du dir anmaßt, das zu tun? Woher hast du die Befugnis? Nenne uns deinen Auftraggeber, nenne uns die Legitimation, die dir dieses Recht gibt, so zu reden, so zu handeln, so mit uns zu verfahren. Woher hast du die Kraft, aus der heraus du so handelst? Ich denke, wenn wir an die 3 Jahre zurückdenken, die uns ja auch in diesen Wochen der Begegnung immer wieder beschäftigt haben, dann ist ja schon die Frage eine ganz unfaire Angelegenheit. Wie viele Möglichkeiten hatte Jesus Christus ihnen geboten, nun doch zu erleben, dass Wunder geschahen, die kein Mensch tun konnte? Immer wieder standen sie vor diesen Dingen, dass Kranke gesund wurden, dass Blinde sehen konnten, dass Taube hören konnten, dass Menschen, die gestorben waren, wieder zum Leben erweckt wurden. Und immer wieder hören wir, dass das dann versucht wurde einzuordnen und alle staunten und konnten das nicht begreifen. Oder denken wir an die Zeugnisse des Herrn Jesus, an sein Reden. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. War das Urteil seiner Zuhörer. Ihr Lieben, als wenn diese Menschen, die ihn hier fragen, nicht gewusst hätten, in welchem Auftrag, mit welcher Kraft und in welcher Beauftragung Jesus Christus hier auf dieser Erde war. Ich bin fest davon überzeugt. Wir haben uns heute Morgen noch daran erinnert, wie sie erleben konnten als solche, die in ihrer Bibel zu Hause waren, wie sich die alttestamentlichen Prophezeiungen bis zum letzten Jota erfüllt haben. Aber sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht. Und für mich ist es eine erschütternde Sache am Ende dieses Abschnittes, dass sie sagen, wir wissen es nicht. Sie wussten es ganz genau. Auf der anderen Seite, wenn wir uns mit dieser Frage einmal beschäftigen, ich denke, dass es eine existenzielle Frage war. Sie rechneten ja damit, dass Jesus Christus ihnen eine Antwort gab. Sie rechneten damit, dass sie eine Antwort bekamen und diese Antwort doch dem Hohen Rat dann bringen konnten und dass man dann guten Gewissens beschließen konnte, dieser Mensch hat kein Recht, weiter zu leben. Was hätte der Jesus antworten können? Wenn er gesagt hätte, ich tue es aus mir heraus als Mensch, dann hätten sie ihn ganz leicht ins Unrecht setzen können. Als zweites blieb nur diese Alternative, entweder wie man es ihm schon einmal unterstellt hatte, konnten sie sagen, er tut es im Auftrag des Teufels, des Beelzebub. Er ist von einem Dämon besessen, der in der Lage ist, ihm diese außerordentlichen Wunder zu gestatten oder zu ermöglichen. Dann hätten sie ihn hinrichten können. Schon Mose hatte diese Anweisung gegeben, dass solche Propheten, die mit dem Bösen in Verbindung standen, gesteinigt werden sollten. Oder, und das war das dritte und das Entscheidende,
Er tat es im Auftrag Gottes. Und ich denke, dass das dann den absoluten Gehorsam seiner Zuhörer verlangt hätte. Und wenn sie ihm nicht gehorcht hätten, dann hätten sie sich selbst Gott gegenüber ins Unrecht gesetzt, und das wollten sie in gar keinem Falle tun. Mit welchem Recht tust du dieses? Ich musste unwillkürlich daran denken, als ich diese Verse noch einmal gelesen habe, dass das ja letztlich die Frage war, die Jesus Christus einige Tage später das Todesurteil einbrachten. Markus 14, Vers 61, als er vor dem Hohen Rat stand, da fragte ihn der Hohe Priester: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Mit anderen Worten, im Grunde genommen das, was hier von dieser Delegation, die geschickt wurde, ihn zu befragen, eigentlich auch als Frage hätte formuliert werden können. Bist du der, der sich der Christus nennt? Und vor dem Hohen Rat antwortete der Jesus ja in diesem wunderbaren Zeugnis, von dem er wusste, dass es ihm den Tod bringen würde: Ich bin es, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und die Antwort der hohe Priester: Er zerriss seine Kleider und sprach: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. In welchem Auftrag und mit welcher Vollmacht tust du das? Der Jesus stellt eine Gegenfrage. Eine damals in den theologischen Auseinandersetzungen durchaus unter den Rabbinern in Streitgesprächen übliche Art zu antworten. Es war also nichts Ungewöhnliches, dass der Jesus hier eine Gegenfrage stellt. Und er stellt diese Gegenfrage, indem er Johannes den Täufer ins Gespräch bringt. Und er sagt zu ihnen: War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Ich denke, mit dem Begriff Taufe meint der Jesus das ganze Leben, das Auftreten, den Dienst Johannes des Täufers. Und er sagt: Handelte er letztlich aus eigener Vollmacht? Maßte er sich letztlich an, irgendjemand zu sein? Oder war es ein Auftrag vom Himmel? War jemand, der im Machtbereich Gottes stand und von Gott beauftragt war? Ich denke, eine Frage, die den Schriftgelehrten, den Ältesten, den Pharisäern sehr, sehr unangenehm war. Ich habe noch einmal die Stellen nachgelesen, die Johannes ja öffentlich über Jesus Christus auch in Gegenwart dieser Menschen bezeugt hat. Ich denke, wir alle kennen diese Stellen. Schlagen wir das Johannesevangelium auf, das erste Kapitel. Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt und jeden Menschen erleuchtet. Sie wussten also um dieses Zeugnis des Johannes. Diese Aussagen in Vers 29 oder Vers 19 zunächst.
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten. Eine ähnliche Situation, wie wir sie hier bei dem Herrn Jesus haben, damit sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragen ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und sie sprachen zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Und da kommt ja dieses wunderbare Zeugnis, das diese Menschen genau kannten. Und da sagt er, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sagte, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ein Zeugnis, das diesen Männern gegenüber klar von Johannes bezeugt war. Und wenn sie dem Herrn Jesus antworten sollten, ist die Taufe des Johannes von der Erde oder vom Himmel? Sie wussten um dieses Zeugnis des Johannes. Oder dann diese wunderbaren Aussagen ab Vers 29, wo der Johannes dann bezeugt, als er Jesus zu sich kommen sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und dann sagt er, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geiste tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Ich denke, wir können uns gut in die Situation dieser Fragesteller versetzen. Wenn sie sagten, vom Himmel, dann war die Anerkennung des Herrn Jesus als Messias perfekt. Es war die entscheidende Frage überhaupt für sie. Aber sie waren zu feige, in dieser Weise dem Herrn Jesus eine Antwort zu geben. Sie hatten Angst vor dem Volk, wenn sie sagen würden, die Taufe des Johannes war von Menschen. Denn die Volksmenge hing immer noch an Johannes, obgleich er inzwischen schon als Märtyrer hingerichtet worden war. Wir wissen um diese Begebenheit in Markus 6, Vers 14. Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir uns damit beschäftigt. Wir haben diesen Mut dieses Mannes damals vor uns gestellt, als er seinem König und Herrscher ins Angesicht hinein bezeugte, wie du dich verhältst und die Frau, mit der du zusammenlebst, das passt nicht nach den Gedanken Gottes. Sie trauten sich nicht und sie trauten sich überhaupt nicht, die göttliche Beauftragung des Johannes zu bezeugen. Sofort hätten sie dann auch Buße zeitigen müssen. Das konnten sie sich nicht leisten, das meinten sie sich nicht leisten zu können. Ach, ihr Lieben, wie traurig ist es, wenn der Jesus eine solche Frage stellt und er bekommt keine Antwort. Wie steht unser Verhältnis
zu dem Herrn Jesus. Wenn er dich fragen würde, was bedeute ich dir? Was würden wir ihm antworten? Hier waren solche, die aus Menschenfurcht, hier waren solche, die aus Unaufrichtigkeit nicht bereit waren, das, was offensichtlich vor ihnen war, zu akzeptieren und damit ihr Leben, ja sich selbst, in Frage zu stellen. Wie sieht das bei uns aus? Was tun wir, wenn wir dem Herrn Jesus begegnen? Wir haben eine Woche der Begegnung. Und ich wünschte es mir, ihr Lieben, dass wir alle dieser Begegnung des Herrn Jesus nicht ausweichen, sondern dass wir ihn wirklich erkennen, wie er in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit auch hier vor diesen Menschen stehen, von denen er wusste, dass sie letztlich seine Hinrichtung schon beschlossen hatten, dass sie nur eine Gelegenheit suchten, ihn umzubringen. Wie begegnet er ihnen in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit? Er erinnert sie an dieses Zeugnis des Johannes. Er erinnert sie an diesen treuen Mann, der mit Vollmacht von oben das Evangelium des Reiches den Menschen gesagt hatte. Viele hat er überzeugen können. Er sagt ihnen letztlich, ich sage es mit meinen Worten, wenn ihr mir und im Augenblick meinen Worten nicht glaubt, dann denkt wenigstens daran, was mein Vorläufer über mich gesagt hat. Sie waren nicht bereit, ihren falschen Weg zu korrigieren. Wie ist das bei dir und bei mir? Haben auch wir nicht oft gesagt, Herr, wir wissen es nicht? Wenn er Fragen an uns stellte, sie geben dem Herrn Jesus keine Antwort. Ich weiß nicht, ihr alle seid Zeugen des Herrn Jesus in eurem Leben. Wie oft haben wir solche Antworten von Menschen gehört, denen wir diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus sagen konnten? Letztlich ist es die Ablehnung des Herrn Jesus. Letztlich ist es das Verschließen der Herzen seiner werbenden Liebe gegenüber. Und für die, die ihn hier gehört haben, ist es vielleicht die letzte Chance gewesen, die er ihnen eingeräumt hat. Ich denke, indirekt ist ihre Frage verständlich beantwortet. Sie haben Jesus Christus abgelehnt. Und damit sind sie in dieser traurigen Traditionsschiene von vielen, vielen Menschen, auch des Alten Testamentes. Wie viele Boten hat Gott geschickt, um sein Volk zu ermahnen, um sein Volk immer wieder neu auf den Weg zurückzuführen, um sie in sein Licht zu stellen? Und wie oft war die Reaktion ähnlich wie die dieser Menschen hier? Und das Traurige ist, wenn wir eine solche Antwort geben, wenn wir eine solche Antwort geben auf den göttlichen Machtanspruch auf dein und mein Leben, wenn wir Jesus Christus ablehnen, dann ist die Folge Gericht. Und das ist eine ganz traurige Sache. Hier äußert es sich in den Aussagen des Herrn Jesus: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Wenn der Herr es uns schenkt, wird Friedrich Wilhelm morgen in dem ersten Abschnitt des 12. Kapitels uns
an dieses Gericht Gottes erinnern über solche, die den Sohn umbringen. Der versuchte, Frucht Gottes, die Frucht des Weinbergbesitzers, aus dem Weinberg abzuholen. Wie ist unsere Antwort auf diesen Appell des Herrn Jesus? Ich möchte zusammenfassend drei Punkte uns mitgeben zu diesem Abschnitt. Ihr lieben Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, wenn wir dem Herrn Jesus begegnen, dann begegnen wir der Wahrheit. Diese Menschen hier, sie meinten, ihre Autorität stände auf dem Spiel. Wie sieht es uns bei uns aus, wenn wir dem Herrn Jesus begegnen und in sein Licht gestellt werden, wenn wir der Wahrheit begegnen? Wie oft kneifen wir, weil wir Nachteile für uns befürchten? Wie oft sind wir an einer ehrlichen Antwort wie diese Menschen hier überhaupt nicht interessiert? Wollen wir die Wahrheit wirklich wissen? Ich denke, wir sollten nicht nur an die Menschen denken, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, sondern wir sollten auch an uns denken, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen und von denen er Frucht sehen darf und sehen möchte, wie wir es uns heute Morgen gesagt haben. Die Menschen hier wussten um diese Aussage des Herrn Jesus, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Und ihr Lieben, ein weiteres. Die Begegnung mit dem Herrn Jesus bringt es mit sich, dass wir der Wahrheit nicht ausweichen können. Jede Begegnung mit ihm ist eine Begegnung mit der Wahrheit. Seine Worte sind wahrhaftig. Da müssen wir verkehrte Wege eingestehen. Aber da müssen wir und dürfen wir auch verkehrte Entscheidungen korrigieren. Sind wir dazu bereit? Das Zweite, entscheidend ist allein und ausschließlich die Person des Herrn Jesus. Wenn wir sagen, wir wissen nicht, dann haben wir unser Urteil selbst gesprochen. Der Hohe Rat wusste genau um den Weg, um die Notwendigkeit, Jesus Christus anzuerkennen. Sie waren oft genug in diese Entscheidung gestellt worden und viele Menschen heute ebenfalls. Vielleicht sind auch welche unter uns, die diese Entscheidung für den Herrn Jesus noch nicht getroffen haben. Und so wie sich damals an der Johannesfrage die Jesusfrage entschied, so entscheidet sich an der Akzeptanz des Wortes Gottes heute die Frage nach Jesus Christus. Und damit die Frage nach Gott. In dem Herrn Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. Und nur in ihm können wir, in dem Herrn Jesus, können wir Gott begegnen. Hier ist Entscheidung gefragt. Ihr Lieben, und nicht nur einmal im Leben bei unserer Bekehrung, sondern immer wieder dann, wenn wir zu Entscheidungen in unserem Leben aufgerufen sind. Und das geschieht immer wieder und immer wieder. Und wenn wir ehrlich vor unserem Herrn stehen,
und ihn fragen, dann bekommen wir auch Antworten. Denken wir an den sogenannten reichen Jüngling, mit dem wir uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Der Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und er wollte ihm helfen auf dem Weg in die Nachfolge, obgleich auch er dann den irdischen Vorteil vorzog. Unehrlichkeit und Doppelzüngigkeit akzeptiert der Jesus nicht. Und ein drittes. Ihr Lieben, wir sollten uns nicht täuschen. Die göttliche Vollmacht des Herrn Jesus verlangte hier und verlangt auch in unserem Leben nach einer Antwort. Die Führer Israels wollten den Machtanspruch des Herrn Jesus nicht anerkennen. Sie wollten ihn als Sohn Gottes nicht akzeptieren. Sie waren nicht bereit dazu, weil sie angeblich dann ihre eigenen Vorzüge und Vorteile aufgeben mussten. Sie waren nicht bereit, die mit der Anerkennung des Herrn Jesus verbundenen Konsequenzen zu tragen. Wie sieht das bei uns aus? Ganz praktisch in unserem Alltag, in den Entscheidungen, die Tag für Tag notwendig sind. Wir müssen uns sagen, ausweichende Taktik ist unaufrichtig. Sie ist unaufrichtig. Und das kann nur Gottes Gericht bringen und nach sich ziehen. Ich frage uns, wie antworte ich, wie antwortest du auf Gottes Anspruch an unser Leben? Was bedeutet er dir? Was bedeutet er mir? Wie sieht das bei uns aus? Sind wir bereit, ihm zu antworten? Sind wir bereit, ihn zu akzeptieren als Herr in unserem Leben, als der, der in seiner Gnade und Güte uns errettet, uns erkauft hat, damit wir ihm dienen? Ich wünschte es mir. Ich wünschte es mir, dass niemand hier ist, der in dieser Weise antwortet, wie diese Delegation des Hohen Rates, der sagt, wir, ich weiß es nicht. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in deiner Liebe dich immer wieder um uns bemühst. Es geht dir darum, dass wir Menschen sind, die du gebrauchen kannst. Es geht dir darum, dass wir Menschen sind, die auf deine Fragen eine Antwort haben, die letztlich zu dieser Antwort kommen, wie sie einst Petrus fand: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder wie deine Jünger es sagten, als viele sie abwandten und du sie gefragt hast, wollt auch ihr gehen? Die da antworteten: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben gesehen und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir danken dir, Jesus, dass du in deiner Liebe dich um uns bemühst. Und wir danken dir, dass wir die reich Beschenkten sind, wenn wir uns deinen Liebesbemühungen öffnen, wenn wir Menschen sind, die sich in deinen Dienst stellen lassen. Du warst der vollkommene Diener hier auf dieser Erde. Und welchen Abschnitt wir auch lesen, du begegnest uns immer wieder und wir staunen über den Weg, den du zur Ehre Gottes gegangen bist. Und es ist unser Wunsch, dass auch wir solche sein möchten, die in dieser Weise dir gegenüber leben im Alltag. Wir danken dir, dass du uns dazu die Kraft schenkst und dass du uns bei dieser Verwirklichung deine Hilfe zuteil werden lässt. Wir preisen dich. Amen.